Reiter, Reiter! Jetzt liegt ihr inmitten der Wolken, liebste Reiter. Ich kann euch nicht sehen, Reiter. Ich kann euch nicht... Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Reiter war da und dann weg. Ist Pflanzen sammeln gegangen und kam nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Nein. Alle hatten gesucht und niemand konnte sie finden. Wilhelm hat gesagt, dass sie wiederkommen wird. Gesagt, Navi, keine Sorge. Reiter wird zurückkommen. Von Vater habe ich mich verabschiedet. Von Mutter habe ich mich verabschiedet. Reiter geht und Navi kann sich nicht verabschieden. Das macht Navi sehr, sehr traurig. Navi muss sich von Reiter verabschieden können. Der Berg wird euch auffressen. Passt auf dem Berg auf. Gasthaus Wielemühe. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, ihr dann lasst es mich einfach Hügel nicht. Aus. Warum besucht an ihr an eurer Stelle das? Würde ich mich vom Hügel... Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Der ist harmlos. Er befindet sich in diesem Zustand... Seit seine Schwester Raida vor über einem Jahr verschwunden ist.
Er lebt zurückgezogen im verfallenen Bauernhof seiner Familie auf der anderen Flussseite. Das habe ich nur gesagt, damit der Arme sich besser fühlt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie tot ist. Raida hat immer Zutaten gesammelt auf der kleinen Flussinsel östlich von hier. Eines Tages ist sie dann einfach verschwunden. Ich habe nach ihr gesucht, aber sie ist nie wieder aufgetaucht. Die Graubärte sind ziemliche Eigenbrötler. Ich glaube nicht, dass sie ihr Kloster jemals verlassen haben. Ab und zu kommen Pilger hier vorbei, die unterwegs zum Gipfel sind. Aber so gut wie alle kehren unverrichteter Dinge wieder zurück. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Dort spukt es. Also solltet ihr euch fernhalten. Hört, ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Ehrlich. Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Ich glaube, sie bewachen es. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten? Wenn ihr glaubt, ihr könntet etwas ausrichten, dann nur zu. Vor 1-2 Jahren ist hier ein Kerl namens Vindelius durchgereist. Er sagte, er sei so eine Art Schatzjäger. Ich habe ihn davor gewarnt, da reinzugehen, so wie ich euch warnte. In der darauffolgenden Nacht hörten wir Schreie aus dem Hügelgrab. Und das war's. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Haltet im Hügelgrab die Augen offen, sonst erwischen sie euch. Ich glaube, ich habe ihn wiedergesehen. Diesen Geist. Es war drüben bei den Hügeln. Oh, seht mal, eine Nordruine. Ich bin direkt hinter euch. Was soll ich nehmen? Dann mal los.